Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Update von den Reds Crowntail Plakat. Wurf hoffentlich oder Comptails, je nachdem, was für Glück ich habe. Ich hatte ja mein Plakat, Plakatmädchen mit einem Crowntail verpaart, beide rot. Das Mädchen war aus einer Verpaarung vom letzten Jahr, also die F2 im Prinzip, und das Männchen hatte ich erworben. Ja, die Tiere sind jetzt, glaube ich, 9 Wochen alt, und ihr seht sie gerade hier am Fressen. Ich habe heute zum ersten Mal entkapselte Artemia-Eier auf dem Speiseplan, und ich glaube, die stehen drauf. Also man kann die entkapselten Artemia-Eier, habe ich mir sagen lassen, ausbrüten. Dann hat man das Problem mit den Schalen nicht. Oder man gibt sie einfach so, vorher im Wasser aufgelöst. Also vorher ins Wasser einfach getan. Und ihr seht, die Bäuche werden schon richtig gelb. Ich bin gespannt. Das ist jetzt wirklich ein Test. Ich bin gespannt, ob ich jetzt hier in einer Stunde nur Bauchrutsche habe oder morgen tote Tiere. Also ich verfüttere das Futter zum ersten Mal, aber sie scheinen es zu mögen. Und da sieht man auch mal, wenn ich hier näher rangehe, ich hoffe, es bleibt scharf, dass man bei dem Tier, der hat schon richtige Ansätze. Genau, die fangen jetzt auch schon langsam an, atmosphärische Luft zu atmen. Das hat man gerade bei dem Tier gesehen. Er ist nach oben geschwommen, hat ein bisschen Luft geholt und wieder nach unten. Das heißt, das Labyrinthorgan entwickelt sich langsam. Und das ist natürlich für mich ein Zeichen, dass die Tiere sich langsam, ja, langsam flügge werden. Und die hinten, die zwei, drei, die sind auch schon fast 3 cm groß, also 2,5 cm auf jeden Fall. So, mein Baby kommt gerade angekrabbelt. Die findet das immer super interessant hier. Ja, ich wollte euch einfach mal ein Update geben. Ja, hier ist der größte, glaube ich. Nee, da hinten. Die findet das hier immer ganz toll, in den Aquariensachen zu wühlen. Deswegen muss ich jetzt gleich mal aufhören. Aber ihr seht ja, wie prächtig sich die Tiere entwickeln. Und das Rot ist fabelhaft. Also ich bin jetzt schon mit dem Anfangsstadium der Farbe super zufrieden. Wurde gefragt, wann ich die Tiere separiere. Ja, ich fange demnächst an, nach Größen zu trennen, weil natürlich die großen Tiere mehr Futter aufnehmen als die kleinen. Was natürlich den Nachteil hat, dass die kleinen immer klein bleiben und die Größen immer großen immer größer werden. Und durch so eine Selektion kann man halt das verhindern und man kann dann auch gezielter füttern, weil meistens die großen sehr schnell die Lebendtiere wegfressen und die, die klein sind, natürlich dann langsamer sind. Genau, das ist der nächste Schritt, den ich machen werde. Ich überlege mir aber gerade noch, ob ich die großen Tiere dann in ein bepflanztes Becken tue, was dann von der Temperatur her nicht mehr so warm ist wie hier drin, oder ob ich da jetzt noch 2, 3 Wochen warte und dann schon final nach Geschlecht selektiere, denn ich denke mal, hier werden die größeren werden männlich sein, weil das in der Regel bisher immer so war, dass die, die schnell gewachsen sind, irgendwie männlich waren am Ende. Deswegen überlege ich noch, die Tiere sind ja noch recht klein mit 2,5, 3 Zentimetern. Ja, also ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Was ich euch noch zeigen wollte, was ich den Tieren gebe, ja, das hat meine kleine Maus nämlich gerade in die Hand genommen, das ist, dass ich Werbung Multivitamin in das Aquarienwasser mache. Und zwar benutze ich da das Advitol. Man kann da auch x-beliebige andere Sachen nutzen. Das habe ich auch bei jemandem gelesen. Das sind im Prinzip Multivitamine. Die mache ich ins Wasser rein und dann nehmen das die Fische auf. Man kann das auch in die Futtertiere machen oder an die Futtertiere. Habe ich jetzt aber noch nicht probiert. Ja, ich mache das öfters mal ins Wasser. Und ihr seht, ich habe das Becken gestern sauber gemacht, ja. Und ihr seht, da ist schon wieder voll der Unrat. Ich versuche wirklich jeden Tag das Wasser einmal abzumulmen, aber es gelingt mir nicht immer, gerade mit Baby. Ich muss das immer als
als ja, Ausrede sagen, aber es ist leider so. Abends habe ich dann manchmal keine Lust mehr, ehrlich gesagt, dann noch das Becken sauber zu machen. Es geht aber relativ schnell, wenn man mal ehrlich ist. 10 Minuten, dann hat man das abgemulmt und hat was dazu geschüttet, aber man ist ja dann doch immer faul, ne? Ja, in diesem Sinne, wenn ihr euch mehr für diesen Wurf interessiert, ihr könnt gerne auf meiner Webseite schauen. Da habe ich ein ausführliches Zuchttagebuch und da sind auch noch Linklisten, Bilder und Würfe vom letzten und vorletzten Jahr. Also klickt euch da mal durch und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch über dieses Kontaktformular auf meiner Webseite schreiben oder halt über Facebook. Aber ich weiß, dass die meisten gar kein Facebook haben, deswegen lade ich euch herzlich auf meine Webseite ein. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.